Herr Minister, Herr Präsident, zum ersten Punkt zur Regierungsvorlage Gerichtsorganisationsgesetz ist im Prinzip nicht viel zu sagen. Die Vorschläge erscheinen zweckdienlich, vereinfachen das Verfahren. Das Einzige, was vielleicht einmal überdacht werden sollte, ob die Totalgenderung im Gesetzestext im Sinne der Verständlichkeit, Knappheit und Lesbarkeit der Gesetze erforderlich ist. Also dieses Gesetz strotzt von Gendereien. Es wird nicht einmal das Binneni verwendet, sondern es wird immer von Richterinnen und Richtern und Richterinnen, Parteien und Parteien und so weiter gesprochen. Also im kabarettistischen Sinn fast möchte ich das so sagen. Bitte das einmal zu überlegen, ob man hier nicht zu einer vereinfachten Sprachweise kommen kann. Ich weiß, es liegt nicht beim Minister allein. Es gibt hier koalitionsinterne Absprachen, aber alle Absprachen, glaube ich, kann man zur Diskussion stellen und kann über den Haufen werfen. Ich möchte mich aber besonders auseinandersetzen mit dem Antrag hier der Grünen. Der Kollege Walser nickt schon erwartungsvoll, weil er das nicht ganz überraschend findet. Ja. Dieser Antrag klingt zwar ganz harmlos. Ja. Er verlangt, dass der Herr Minister konkrete Maßnahmen mit Nachdruck zu treffen hat, die darauf ausgerichtet sind, ein verpflichtendes Zeitgeschichte-Curriculum für alle angehenden Richterinnen und Staatsanwältinnen umzusetzen. Hier ist wenigstens die Genderei ein bisschen kompakter gemacht, wenn man das Binnen-I verwendet hat. Aber sonst ist das natürlich ein hochproblematischer Artikel, weil er dazu dient, politischen Einfluss auf die Justiz durch die Hintertür hereinzubringen. Das heißt, missliebige Entscheidungen, die ein Staatsanwalt getroffen hat, die von den Instanzen überprüft und für richtig gefunden hat, über politischen Druck, über Einflussnahme via Medien, via Anfragen, via Pressure Groups und letztlich via Minister auszuhebeln und die Richter und Staatsanwälte abzuschrecken, Entscheidungen zu treffen, die nicht gewünscht sind. Zugrunde liegt ja natürlich eine Anzeige der Grünen gegen den Autor eines, man kann sagen, FPÖ-nahen, jedenfalls konservativen Magazins, der Aula. Und natürlich ist es, Kollege Walser nickt wieder verständnisvoll, um das Verbotsgesetz gegangen. Hier ist aber ein Tatbestand, und das macht die Sache besonders skurril, der in der Zeit nach dem Ende des nationalsozialistischen Systems in Österreich entstanden ist, also nach der Befreiung des KZ Mauthausen und der Freisetzung der dortig inhaftierten Personen. Hier ist es darum gegangen, wie diese Entlassenen sich aufgeführt haben, ob und in welchem Umfang es zu Übergriffen auf die Zivilbevölkerung gekommen ist, ob da Kriminelle dabei waren, ob es viele Kriminelle waren, Einzelne, was passiert ist und dergleichen. Über diesen Artikel kann man streiten, gefällt mir auch nicht, weder in der Diktion noch in der Art noch in der Thematik, die gewählt wurde. Aber es ist ein Artikel über einen zeitgeschichtlichen Umstand, der nach dem Nationalsozialismus liegt. Der zuständige Staatsanwalt hat gesagt, das ist nicht vom Verbotsgesetz umfasst. Auf der einen Seite, die Dinge haben vielleicht einen verständlichen Kern. Auf der anderen Seite geht es da nicht um Loben oder Verherrlichen des Nationalsozialismus, sondern ausschließlich um Vorgänge danach. Könnte man als Anzeiger einmal akzeptieren, haben aber die Grünen nicht gemacht, sondern mit Hilfe befreundeter Medien, insbesondere Journalisten des Standards, in einen Wirbel ausgelöst und auch den Minister dazu gezwungen zu sagen, ja, man wird hier handeln und wird nachschulen. Besonders entlarvend, möchte ich sagen, in dem Entschließungsantrag ist der eine Satz, nämlich als Zielrichtung für diese Nachschulungsmaßnahmen, heißt es hier, andererseits zur Sensibilisierung, nämlich der Richter und Staatsanwälte, für politische Implikationen sowohl in zivil- als auch in strafrechtlichen Entscheidungen beizutragen. Es geht also darum, die Betroffenen für den Staat tätigen Juristen davon abzuhalten, rein juristisch aufgrund der Gesetze zu urteilen, sondern bei ihren Entscheidungen immer die sogenannten politischen Implikationen einzubauen und dafür sensibel zu sein. Also sensibel zu sein, oje, das gibt einen Wirbel, da habe ich vielleicht einen negativen Bericht mit namentlicher Erwähnung im Standard, da gibt es vielleicht eine dringliche Anfrage. Das ist unglaublich, da gibt es vielleicht eine dringliche Anfrage an den Justizminister oder dergleichen. Und das ist etwas, wo ich, also um des Kollegen Walser Sprache wieder zu übernehmen, sagen muss, wehret den Anfängen. Der Rechtsstaat, die Unabhängigkeit der Justiz, die aufgrund der Rechtsnormen und nicht aufgrund der politischen Implikationen und möglicher Drohungen mit politischen Folgen zu agieren hat, sollte uns heilig wichtig sein und sollte auch in diesem Forum von allen, eigentlich auch von den grünen Abgeordneten, verteidigt werden. Deshalb
kann man diesen Entschließungsantrag nicht entschieden genug ablehnen. Vielen Dank. Johannes Hübner von der FPÖ äußert sich zum Antrag der Grünen. Er ortet in den Forderungen einen möglichen politischen Einfluss auf die Justiz. Nächste Redner.